Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Ich stehe mal wieder hier im Garten. Das heißt, wir sind mit unserem Dutch Oven hier am Machen. Da machen wir gerade ein hervorragendes Guinness-Fleisch drin. Habt ihr wahrscheinlich in dem Video hier vorher auch schon gesehen. Sonst einmal eins zurückgehen, da könnt ihr euch das ansehen. Super lecker, super geil. Ich kann euch ja mal ein Bild kurz hier einblenden, wie das aussah, als wir es fertig gemacht haben. Und ich mache jetzt für uns einen super tollen, leckeren, affengeilen Krautsalat. Seid gespannt, jetzt kommt der Trailer. Ich habe hier einen niedlichen kleinen Spitzkohl am Start. Da mache ich gleich die äußeren Blätter ab und dann werde ich den ganz fein runterschneiden. Das machen wir jetzt. So, das Blatt kommt weg. Ich werde den jetzt hier einmal der Länge nach aufschneiden. Sehr gut. Der Strunk muss hier jetzt raus. Und dann werde ich den jetzt hier ganz fein runterschneiden. Genau, jetzt schneide ich den hier noch einmal in der Mitte durch. Und dann tue ich den schon mal hier in meine Schüssel. Diesen dicken Kram, den nehme ich raus. Den will ja keiner haben. So, das sieht aber jetzt ganz gut aus. Ich nehme jetzt eine Zwiebel und schneide mir die ein bisschen auf. Eigentlich wollte ich Viertelringe machen, aber ich finde, ich mag ja diese Riesenlappen immer nicht so gerne im Essen. Deshalb mache ich den jetzt halt doch ein bisschen klein, ein bisschen feiner. Die will nicht. Wir nehmen immer mit der roten Zwiebel, ne? Ja, genau. Ich nehme wieder eine rote Zwiebel. Weiße Zwiebeln gibt es bei mir in meiner Küche eigentlich so gut wie gar nicht. Reicht mir das schon? Na gut, ich nehme noch ein bisschen was dazu gleich. Und jetzt reiben wir uns mal eben die Karotte runter. Ich reibe mir jetzt mal eben hier so ein bisschen Karotte runter. Ich glaube, hier in den Haushalt bei meiner Mutter, wo muss man eine anständige Reibe? Weil diese Reibe, die ist ja nicht auszuhalten. Ich brauche auch keine Reibe. Ach so. Gut. Ich brauche die nicht, weil ich mir damit die Finger dran kaputt mache. Ja, ich auch. Ganz besonders die, die ich zu Hause habe. So, dann kommt da jetzt ein bisschen was an Salz rüber. Das ist jetzt ein grobes Meersalz. Super. Und dann massieren wir das Ganze hier, bis der Salat so ein bisschen weicher geworden ist. Es dauert einen kleinen Moment, so 3-4 Minuten. Oh, die Muffe auch da. Ehrlich, das ist aber eine Krähe, was ich da gerade höre. Das sind keine Möwen. So, wir machen jetzt ein Dressing für unseren Krautsalat, der hier vorne steht. Schatz, kannst du mal kurz drauf gehen? Super, das sieht doch klasse aus. Jetzt tun wir uns hier mal ein bisschen saure Sahne rein. Achso, für alle Neuen, die dazugekommen sind, ich habe natürlich wieder unten das Rezept verlinkt in der Description Box. Dort könnt ihr das natürlich finden. Und da steht natürlich auch die ganzen Mengen und alles drin. Dann brauchen wir ein bisschen Senf. Ich hole mir mal einen neuen Löffel. Ich habe jetzt wieder einen neuen Löffel, bin mit dem Löffel am Start. Ein bisschen Senf dazu. Dann brauchen wir ein bisschen Apfelessig. Ja, die Möwen sind auch am Start. Wir machen hier Lärm. Ein bisschen Apfelessig. Die hat Hunger. Die hat Hunger. Ja, kann sie ja nachher zum Essen vorbeikommen. Nee, die will ich nicht haben. Die haben so schlechte Manieren am Tisch. So, ein bisschen Apfel. Ach nee, das haben wir ja schon, den Apfelessig. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Remoulade. Ja. Oh, hier hat jemand Durchfall. Das ist aber eklig. Jetzt tun wir da noch ein bisschen Zucker zu, damit das Ganze nicht so salz-sauer wird. Salzig wollte ich schon sagen, sauer wird. Dann verrühren wir das Ganze mal und schmecken das gleich nochmal eine Runde ab.
So, mein Dressing dafür ist Tibitoppi. Wir haben da jetzt noch ein bisschen Salz dran getan, ein bisschen Pfeffer haben wir da noch angemacht. Richtig genial. Das tue ich jetzt hier mit zu und dann werden wir das gleich mal schön umrühren. Und dann stellen wir das in den Kühlschrank zum Durchziehen. Oh, sieht schon richtig gut aus. Ich freue mich drauf. Fertig umgerührt in der Schüssel. Ich mache da gleich noch Folie drüber. Und dann kommt der für 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Ja, sagt die Möwe hier draußen auch. Aber ist halt Natur, ne? Kann man nichts gegen tun, obwohl die Möwen hier ziemlich frech sind. Die klauen einem auch die Sachen vom Grill, wenn sie können. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, ist ja nur ein kurzes, schnelles Video mit einem super leckeren Krautsalat. Dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Schreibt uns Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche. Alles kein Problem. Hast du noch irgendwas, Schatz? Das finde ich gut. Ich auch nicht. Dann sagen Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Schaltet wieder ein, wenn der Frank am Smoker, am Dutch Oven oder halt in der Küche steht und irgendwas kocht. Bis dann, euer Frank. Ciao. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my